Nur wir, die Hälfte fehlt einfach. Ne? Also, wie weit ist das bitte? Wenn man einfach mal inaktiv wird und dadurch gekickt wird, wie dumm ist das? Nein, wir sind nicht gesunken. Ich wurde bloß gerade gekickt. Soll ich noch so eine Quest hier annehmen? Ja, ne? Da haben wir drei davon, wie wir haben wollten, ne? Ja. Also wollen wir ne? Aber wir müssen eh alle auf ein Level bringen, ne? Die Frage ist, ob wir diese Quests von ihm überhaupt annehmen oder ob ich einfach Schatz suchen und so machen und die Piraten finden wir ja so oder so auf den Inseln, ne? Na? Ist die Frage, ob ihre Missionen überhaupt Sinn machen oder ob man nicht stattdessen lieber Schatz suchen nimmt. Na? Was für gute Sachen Hallo, darf ich bitte wieder auftauchen? Danke. dann? Dann kann man jetzt noch mal was vom Boot kaufen. Ja, ne? Ja, kannst ja Ausrüstung kaufen. Kommst du einmal wieder? Hm? Ach, Digga, nervig ist das denn, dass hier so ein Spaß. Ja? Und den Trick kann ich auch immer. Ne? So, du müsst die Mission noch annehmen, wo sind wir jetzt? Wieder mit Feinden? Oder jetzt Ja, wohin? ich wollte die Feinden-Sachen gerade machen. Wohin? Aber das sehen wir jetzt, wo du die aktiviert hast. Zwei haben wir wieder. Sea Dogs West. Und Wapel Cay. Ah, Sea Dogs West habe ich schon mal gefunden. Das ist hier unten Erst als gleich. erstes dahin und dann Ja, die andere das hier. machen. Ich suche die andere aber schon mal raus, ne? Da sind irgendwelche feindlichen Schiffe. Da, Warp K ist genau auf der. Lass zuerst Warp K, weil du guckst gerade in die Richtung. Das ist hier. Na? Weil in die Richtung ist das Boot gestellt, ne? Siehst du, ich meine? Das ist gleich die Wo sind Anlegung. feindliche Schiffe? Hier hinten, da Schwimmen ist wir irgendwas. öffentlich? Ja, also theoretisch spielen wir öffentlich. Also hier ist irgendwas Rotes, das sieht halt aus wie so ein feindliches Schiff, ne? Sieht doch aus wie ein Schiff. Ja. Und weil es rot ist, dachte ich, ist es feindlich. Aber lass da jetzt hingehen, ne? Deswegen wäre halt die Überlegung, wir machen die Aufträge jetzt. Dann wäre vielleicht meine Überlegung, einfach zu sagen, wir machen Schatz suchen, ne? Und die Kiste trifft man ja zufällig auf den Inseln. Also die sind ja nicht wie ein Schatz, den man sonst nicht findet, wenn man keine Karte hat. Und dann können wir die Köpfe ja trotzdem bei ihr verkaufen und steigen wahrscheinlich trotzdem in ihr rein, ohne auf das Mission machen wir jetzt meine Vermutung. Ne? Wie weit sehen Sie noch? Ob nicht vorbeigefahren? Hier ist hier vorne da nicht mehr. Ja, du fährst voll drauf zu. Bisschen noch ein Stück. Ne? Hey. Lol, jetzt hat er gerade gescheckt, dass wir die Mission starten wollen. Das kann ich noch so. Uhu! Mit der Mensch auf dieser Insel da hinten, warum bist du anders? Die Insel ist doch noch gar nicht. Hä? Hä? Was war das denn für ein Grafikbug? Irgendwie waren wir schon da. Nein. Vor allem, wir stehen gerade in der falschen Richtung. Wenn ich es richtig sehe. Ja, wir gucken gerade genau in die falsche Richtung, ne? Du musst einmal komplett Ja, ich rumdrehen. bin mir voll gebackt. Ei. Juhu, so mache ich jetzt immer, wenn wir ein Dings. Wenn wir was geschafft haben. Applaus. Guck mal, da! Was gibt's noch? Schlafen. Nein, nicht winken, schlafen.
Gute Nacht, Kapitän. Schiffsführer, Kapitän bin ich ja. Dahin. Und da in der Ferne, da sehe ich einen Felsen, das müsste ja sein, ne? Warum fängst du eigentlich mal an zu tanzen? Ja, du fährst gerade schon wieder dran vorbei, ne? Ja, du hast gesagt, das sind die kleinen Inseln da. Ja, das ist bloß ganz klein, guck doch mal. Guck doch mal, wie winzig das ist, ne? Ich habe bloß gedacht, ich habe nicht mehr auf die Karte geguckt, ne? Guck doch, wie winzig das Ding ist, ne? Mhm. Da soll der Captain sein. Laut meiner Aufzeichnung. Ne? Ne, okay, das ist der andere. Aber hier, der hier. Ne? Okay. Kürzlich auf Whirlpool Cay gesehen. Das ist Whirlpool Cay. Guck. Hier vorne wurde er kürzlich gesehen. Siehst du, da sind auch ganz viele Skelette. Da ist der bestimmt auch dabei. No? Nicht mein Hühnchen abgesoffen. Schon Stufe 7 sind wir jetzt. Ich bin schon lange an 6 Stufe 7. Du bist jetzt Stufe 7. Ich war schon vorher Stufe 7. Leer. Eis nehmen bitte leer. Schlacht noch ein Hühnchen ab. Na? Hühnchen abschlachten. Na? Die brate ich nachher gleich auf der Rückreise. Ah, da ist er ja. Du hast meinen Kopf geklaut, nein! Easy. Spaß, Freiheit. Nein, pack ihn aufs Schiff, ist doch alles gut. Sind hier auch mehr Hühnchen? Lol, guck dir den jetzt an. Ja, die leuchten alle so komisch. Hier ist noch ein Hühnchen. Bleib Hühnchen! Schlitz dich auf! Okay, ich komme auch zurück. Ich bin hier nicht mehr. Können wir schon mal die nächste Insel ansteuern dann, ne? Hast du die schon markiert? Ja. Ich hab die andere auch markiert. Musst du raussuchen. Da unter dem Außenposten. Da. Sea Dogs West. Ne? Da fahren wir auch noch einen Zettel. Was ist, wenn ich das nur zur Hälfte aufmache? Also so. Dann segeln wir wahrscheinlich nicht so schnell. So. Wir sind jetzt hier. Wir können halt kurz am Außenposten anhalten und ich bringe das weg, weil ich habe immer Angst, dass wir die Sachen verlieren, ne? Ne? Wenn ich ehrlich bin. Ich würde die ja gerne hier stacken, aber ich habe immer Angst, dass wir irgendwie kennen oder sonst was passiert und die Sachen wieder weg sind, ne? Mhm. Und das ist sie auf der anderen Seite, also könnten wir theoretisch... Hey, Leute, guck da! Wolke. Ja, ich hab's auch schon. Das könnten wir ja theoretisch jetzt kurz, vom Boot rein? Springen? Ich bin vom geglitzt. Ach, du bist ja eh gleich wieder da. Ja, ich warte, bis du weit genug weg bist, dann kommt die Meerfrau, ne? Mhm. Ich wollte mich gerade neben dir hinsetzen, dann bin ich irgendwie vom Boot geglitscht. Ne? Irgendwie runtergefallen, so. Also ich glaube, zum Totenkopf finden ist nicht so schlau. Ne? Hallo? Kann mich jemand bitte retten? Ah, da. Das Feature ist irgendwie praktisch. Ne?
Weil sonst könnte die Crew einfach ohne dich abhauen. Na? Hm. Da bin ich wieder. Kannst du gucken, wo jetzt der nächste ist? Du wolltest zum Außenposten, ne? Also direkt hier rein wieder, ne? Siehst du? Da. Ne? Also ich wollte es nicht zur Insel. Ich wollte zuerst hier hin und das Dings abgeben, ne? Mhm. Damit wir es nicht wieder verlieren. Da habe ich ein bisschen Angst. So, wenn wir dran vorbeifahren und zum Auspost, würde ich immer am liebsten unsere Sachen halt kurz abgeben, ne? Mhm. Und da fahren noch eine neue Quest annehmen. Deswegen ist halt die Frage, so strategisch zu sehen. Ich glaube, es ist schlauer, wirklich Schatzsuchen zu machen und die Köpfe einfach nebenbei mitzunehmen, ne? Aber die Sache ist ja, die leveln trotzdem und die Schatz suchen, du weißt nicht, wo ein Schatz ist. Du kannst hier einfach die ganze Insel umgraben. Diese Kapitäne, wenn es einen auf der Insel gibt, die laufen dir doch entgegen. Ne? Ja. Da brauche ich doch nicht, der ist da. Die laufen mir doch in die Fresse, wenn ich sie, wenn wir Schatz suchen machen. Ne? Und so leveln wir sie automatisch nebenbei mit. Ne? Ja. Weil wenn du denen was verkaufst, dann leveln die. Und auf Level 5 gibt es die ersten Belohnungen. Ne? Und deswegen. Warte, ich könnte hier. Mhm. Na? Würde das vielleicht am meisten Sinn machen, Schatzsuchaufgaben anzunehmen? Naja, danke. Mach ich wieder heilen. Na? Finde ich, würde es am meisten Sinn machen, Schatzsuchaufgaben anzunehmen. Und ja. Dann die Captains und die Köpfe halt nebenbei zusammen, ne? Weil die sieht man ja eher als diese Kisten, ne? Wenn du keine Schatzkarte hast, weißt du ja nicht, wo eine Truhe vergraben ist, ne? Die Captains spawnen aber so. Wo ist die alte jetzt mit dem Zelt? Ich meine, ganz Ende absuchen, um die alte zu finden. Ne? Da ist ihr Haus, ne? Wie ist das so komisch in einem Haus drin? Genau hier. Hier bitte. Ja, ich habe Geld bekommen und Level bei ihr, ne? Ja, deswegen kaufe ich jetzt mal keinen neuen Auftrag, sondern suche den Goldtypen, ne? Wollen wir das Boot verbessern? Wir können mit dem ganzen Geld das Boot verbessern. Ich suche mir gerade noch den Goldtypen. Ja. Hast du den Kopf mit? Den Kopf habe ich schon verkauft. Ja, den habe ich gerade an sie verkauft. Deswegen wollte ich hier so ein Dings wieder mitnehmen, weißt du? Wie ich gesagt habe. Ja? Nicht siehbar. Nee, bei der... Dings vor war ich gerade, also bei der CNV. Mhm. Ich habe jetzt eine Schatzsuche mitgenommen, vorher, wie gesagt. Bei Schätze, ne, du kannst ja hier einfach mit Insel umgraben, das wäre mir viel zu umständlich, ne? Mhm. Aber halt Dings. Mhm. Ja, das ist Ausrüstungsdaten, ne? Ne? Aber wie gesagt, halt die Piratenkapitäne, die sieht man ja, ne? Bist auf einer Insel, da sind Skelette, dann sind da auch Piratenkapitäne, ne? Was bist du? Hier, ich hab... Ja, ich suche gerade, ich guck gerade, was der hat. Achso, der ist der... Ja, der ist der Pay-Shop. Also muss man mit Leiter anscheinend wirklich payen, okay, will ich nicht. Wo bist du? Sehe ich gerade nicht. Da. Tschüss, Anpassung. Jo.
Jo, das kostet ja alles ein Heidenvermögen, Digga. Ja, toll, mit Schutzanpachung. Das kann ich mir alles nicht leisten. Guck dir mal an, wie viel das kostet. Ne? Seite 2. Ja, nee, aber guck mal, wie viel das kostet. Ne? Das sieht ja alles schick aus, aber dafür müssen wir noch richtig schön reindingsen. Ne? Ne? Gut, ja, so. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir soweit sind, ne? Ich guck mal, ob ich mir jetzt Sniper oder so holen kann. Waffen waren hier, ne? Bei Tom. Ich glaube, ja. Schiffsdeko kann ich noch gar nicht kaufen. Auch nur eine Galeone. Ah, okay. Schiffsdeko kann doch mal auch gerne eine Galeone. Ich könnte halt ein größeres Schiff nehmen. Ne? Da würden wir Ja? Leute draufpassen. Ja, würden wir Leute draufpassen, aber ich dachte, die einfache reicht, weil wir eh nur zu zweit sind. Ne? Wer ist das denn? Kann man generell auswählen. Ne? Entscheidet man so theoretisch, mit wie vielen Spielern man spielt. Ne? Das heißt, ja, für so einen Blumenstiel kann man 17.000 Münzen ausgeben. Ne? Wir haben so wenig. Ne? Okay, ich will damit anfangen. Was ich auch cool finde, ist darauf, das liegt gar nicht bei mir. Ja, cool, ne? So, ich würde weitermachen ansonsten. Ja, einfach ein bisschen was zu tun. Ist ja ein chilliges Game, das auch so einfach mal so hochzuladen wahrscheinlich, ne? Jetzt frage ich mich bloß, wo hast du unser Boot geparkt? Ach, da hinten. Ich hätte das Hähnchen vielleicht vorher braten sollen. Ja. Das sieht geil aus. Ach, er kotzt, weil ich ein rohes Hähnchen gegessen habe. Ich frage mich, was treibt der Typ hier? Ne? Der kotzt einfach, weil ich ein rohes Hähnchen gegessen habe. Ist das wirklich unser Schiff? Ich bin mir da nicht sicher. Ich gehe mal rauf. Glaub nicht. Ich glaube auch nicht. Erstmal ein paar Kanonenkugeln bei dem Typen einlagern. Die braucht er bestimmt nicht. Ja, das stört ihn bestimmt nicht, wenn ich ein paar Kanonenkugeln bei ihm lager. Und mein Hähnchen bei ihm brate befassen muss. Na, das stört den Typen bestimmt nicht. Wenn ich meine Hühner bei ihm koche. Oder was meinst du? Eigentlich nicht. Na, ich glaube auch nicht, dass das den Typen Nee. stört. Hast du etwas im Boot? Kennt denn? Ja, anscheinend schon. Und wenn er kommt, töten wir den. Ich habe schon meinen. Ich habe meinen Säbel nicht mehr Saufen ist rausholen. Volk. Ich will schon mal meinen Säbel raus. Habe ich sie gar nicht unterstützt? Joho und eine Buddel voll rum. Du hast dich zum ersten Mal übergeben. Ach, weil ich gekostet habe, weil ich ein rohes Hühnchen gegessen habe. Das war ein Erfolg. Das war ein Xbox-Erfolg. Und Rohkost, die wurde vom halbgaren Essen schlecht, habe ich auch bekommen. Ne? Aber zwei Erfolge bekommen, nur weil ich ein rohes Hühnchen gegessen habe. Hä, das sieht Ja, doch ganz anders aus als unser Brot. auch. Einfach mit abbauen. Den Joke auch glaubst, ne? Ja, hast du das gekauft? Nein, ich hatte das Zeug. Im Inventar. Ich hab das umgeändert. Ja?
schon mal ein cooles Design gesehen. Ja, das Zeug habe ich aus meinem Inventar. Das habe ich, keine Ahnung, ob ich mal ein Pack eingelöst habe oder ob man das generell hat. Auf jeden Fall hatte ich dieses Designzeug im Inventar.